Heute finden in Deutschland über 670 Mahnwachen von Anti-Atomaktiven statt, die deutlich machen, Atomkraft abschalten und zwar sofort. Ich möchte euch ganz herzlich hier in Berlin willkommen heißen. Wir wollen mit einer kurzen Redeblock deutlich machen, dass wir die Bundeskanzlerin nicht in Frieden lassen werden, bevor wir zu einem Ausstieg aus der Atomenergie gekommen sind. Wir wollen aber gleichzeitig auch deutlich machen, dass wir den Oppositionsparteien sehr, sehr deutlich machen, dass für uns, die wir hier sind, ein Zurückgehen zum Atomkompromiss, wie ihn Rot-Grün ausgehandelt hatte, nicht mehr vorstellbar ist. Wir erwarten, dass die Atomkraftwerke schnellstmöglich abgeschaltet werden und am besten sofort. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, abschalten, das ist das Gebot der Stunde. Abschalten! Frau Merkel hat nicht Angst vor Strahlen, Frau Merkel hat nur Angst vor Wahlen. Weg mit den Atomkraftwerken in ganz Europa, raus aus dem Euratom-Vertrag. Die Commerzbank, die sich an der Dresdner verschluckt hat, vom Staat mit Steuermitteln mit 16 Milliarden gerettet worden ist, hat im letzten Monat an ihre Anleger einen Kapitalbrief verschickt. Da hieß es, es gibt eine Renaissance der Atomkraft. Kaufen Sie Uranminen. Darum geht es. Es geht nur um Geld. Umrisse eines Menschen tief in den Asphalt einer Straße gebrannt. Der Mensch selbst verdampft in dem Inferno von Hiroshima. Das Atomzeitalter begann mit dem verbrecherischen Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Dass die sechs Staaten mit den meisten Atomkraftwerken alleine 97% aller Atomwaffen besitzen. Ich erzähle euch sicherlich nichts Neues, dass in der neuen NATO-Strategie der Ersteinsatz von Atomwaffen enthalten ist und dass im Lissabon-Vertrag auch dazu zugestimmt wird, dass Atomwaffen eine Option sein können. Jetzt hat Uwe ja schon alles gesagt, auf den Punkt gebracht. Aber ich möchte noch etwas mehr sagen. Die schrecklichen Ereignisse in Japan, die zeigen für mich ganz klar die schlimmste Seite der Atomkraft, das große Risiko eines Super-GAU. Es gibt viele Argumente gegen Atomkraft, den Atommüll, den Uranabbau, aber dieses Risiko, dass man sogar als aktiver Atomkraftgegner manchmal vergisst, das ist real, es hat uns das gezeigt. Und dieses Risiko, das tragen wir alle. Die Gewinne aus den Atomkraftwerken, das machen einige wenige Konzerne und das Risiko bezahlen wir alle. Wir dürfen nicht länger fürs Atomrisiko zahlen und ich denke mal, ich rede hier zu den Bekehrten oder wie sagt man, aber ihr habt Freunde, Verwandte, jetzt ist genau der Moment, wo diese Leute, mit denen ihr vielleicht schon mal über Ökostrom gesprochen habt, dass sie nicht an Vattenfall zahlen sollen, fragt sie nochmal, versucht es nochmal. Es gibt von Atomausstieg selber machen, gibt es Flugblätter, die kann man bestellen oder wenn ich mit dem Versand nicht hinterherkomme, gibt es jetzt welche, die kann man sich ausdrucken. Das lese ich auch gerade hier ein bisschen vor. Das sprecht einfach nochmal alle an, man kann auch ganz einfach online wechseln. Für mich, ich habe in den letzten Tagen wieder ganz viele Aufrufe bekommen, unterschreib hier etwas gegen Atomkraft, unterschreib da etwas gegen Atomkraft. Das ist auch wichtig, das zeigt Leuten nochmal und auch Frau Merkel, wenn sie ein paar hunderttausend Unterschriften vorgelegt bekommt. Aber die wichtigste Unterschrift gegen Atomkraft ist die unter einem Ökostromvertrag, dass man nicht mehr bezahlt. Kampagne gestartet, sind dabei, die zu starten, die dann auch wie in Hamburg Tschüss Vattenfall heißt.
Das bringt es den Leuten noch mal näher, dass wirklich ihr Konzern gemeint ist, ihr Stromversorger. Da sind viele Umweltverbände aus Berlin dabei und auch andere Verbände, ATTAC, Anti-Atom Berlin, Naturfreunde, BUND. Und schaut mal die Webseite Tschüss Vattenfall Berlin. Da gibt es vielleicht auch noch Material und konkrete Informationen, was hier in Berlin mit Vattenfall nicht stimmt. Vielleicht sage ich für einige nur was Neues. Ich bin schon seit fast 30 Jahren bei der IBPNW. Das ist die Ärzteinitiative gegen den atomaren Wahnsinn, die auch jetzt im April einen Kongress 25 Jahre nach Tschernobyl abhält in der Urania. Ich denke, da wäre es sehr gut, dass viele mitmachen. Aber warum ich jetzt hier stehe, ist, euch nochmal oder diesen Vorredner zu unterstützen, den atomaren Ausstieg selber zu machen. Nach 1986 ist bei ganz vielen Kindern in Weißrussland, die kein Atomkraftwerk selber hatten, aber unter dem Fallout zu leiden hatten, sind Tausende von Kindern an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Und hier bei uns, also ich bin selber Ärztin und hier bei uns in Deutschland, wenn irgendwo ein Kind Schilddrüsenkrebs krank wird, kommen die Ärzte zusammen und sagen, wie kommt das zustande? Das ist überhaupt nicht erklärbar, weil es das nicht gibt. Aber in Weißrussland hatten Tausende von Kindern Schilddrüsenkrebs. Also deshalb die Verantwortung für unsere Kinder. Wir müssen aussteigen. Wie an vielen Orten in Deutschland gedenken wir der Opfer des GAU in Japan. Wir gedenken aber auch der Opfer, die die gesamte bisherige sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie weltweit gekostet hat. Das, was amtlicherseits immer für undenkbar gehalten wurde, was auch rechtlicherseits als sogenanntes Restrisiko auch vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert wurde. Dieses Restrisiko ist ein reales Risiko. Es gibt uns im wahrsten Sinne des Wortes den Rest und deshalb kann es nur eine einzige Antwort auf das geben, was in Japan passiert ist, nämlich raus aus dieser Technologie, die menschenverachtend ist und wo es keine Differenz gibt zwischen friedlicher und militärischer Nutzung. Wir müssen raus aus dieser Technik, bevor wir aus unserem Lebensraum vertrieben werden.